Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute schauen wir uns ein Home-Gym von euch an, das ihr mir zugesendet habt, beziehungsweise Marvin. Wir haben diese Serie ja schon mal hier gemacht auf YouTube. Dann kam keine Einsendung mehr. Also wenn ihr Bock habt auf das Format, schickt mir gerne noch mehr Home-Gyms, beziehungsweise eure Home-Gyms an folgende E-Mail-Adresse massegarage@mail.de. Und vergesst nicht, ihr könnt diesen Channel supporten und wenn euch diese frequenten Uploads der Videos in diesem Monat gefallen, dann könnt ihr mich supporten, indem ihr bei Athletic Aesthetics solche Sportkleidung mit Code Massegarage kauft oder eben Supplements bei Sportnahrung wähle. Aber wir labern nicht lange rum und gehen jetzt direkt ins Video rein. Marvin hat mir ganz viele Bilder geschickt und zwei Videos, leider im Hochformat, aber was soll's. Wir gucken jetzt einfach mal eins von beiden an. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre das hier ein Raum im Haus, also nicht eine Garage oder sowas. Wir sehen ein Laufband. Wir sehen im Spiegel eine sitzende Brustpresse. Dann sehen wir eine schräge sitzende Brustpresse. Und ich glaube, hier unten ist nochmal eine liegende Brustpresse. Also drei Stück plus eine verstellbare Bank. Das ist schon krass. Also drei Brustpressen in einem Home Gym habe ich auch noch nicht gesehen. Ziemlich viele Kurzhanteln. Ich weiß nicht, welche von denen, aber Marvin hat mir geschrieben, dass die Steelflex Brustpresse die beste ist, die er je hatte. Aber ich weiß gerade nicht, welche das ist. Ich glaube, das war die rote. Oder die silberne, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht die Stack mit Stack. Wir sehen oben Raum von Zeit und Geist, also auf jeden Fall ein Dragon Ball Fan. Ein Rack mit einer Smith-Funktion, ja, also mit einer Multipresse. Dann, was ist denn, wie heißen die Dinger nochmal? A Safety Squat Bar, heute ist auch der Wurm drin. Dann eine kleine SZ-Stange. Also schon ziemlich cool. Ich weiß gerade nicht, von welcher Marke das Rack ist. Aber sehr, sehr praktisch. Wirklich sehr, sehr praktisch. Eine Rudermaschine, die sieht auch ziemlich kompakt und cool aus. So ein Dualkabelturm. Also mega, eigentlich perfekt ausgestattet. Ne? Fehlt noch eine Beinpresse und dann hat er alles, was er braucht. Ein Beinstrecker, ich glaube, das ist Body Solid. Und die T-Bar Row. Ist das noch eine dritte Brustpresse? Dann ein Latzugturm. Ich guck mal gerade, was er mir geschrieben hatte wegen der Brustpresse. Also der Latzugturm sieht echt gut aus. Genau, Steelflex Brustpresse ist die beste Brustpresse, die er je hatte. Und auch die T-Bar, schreibt er, ist auch genauso gut. Und die hat er so blind gekauft. Also das war's schon. Das sieht aus wie ein zweiter Raum. Das ist eine Wadenmaschine oder eine Wadenpresse, wie auch immer. Ja, das, was da ist, kann man nicht erkennen. Also es geht hier noch weiter. Oder ist das erste Video und das wäre der Eingang? Oh, Leute, da. Hackenschmidt bzw. Beinpresse. Da hängt David Hoffmann, wenn ich mich nicht irre. Und nochmal Nautilus Beinstrecker, wenn ich das richtig sehe. Ja. Die Qualität ist nicht ganz so gut, aber Leg Extension steht da, glaube ich. Also mega. Also schon echt viel. Vor allem voll viele Geräte doppelt. Aber gucken wir uns die nochmal im Detail an. Die hat er mir nämlich hier auch als Bilder zugesendet. Also das ist der Kabelturm. Beziehungsweise Seilzug, wie auch immer man das nennen möchte, kann man alles dran machen. Ne? Also wenn man so ein Ding hat, kann man alles Mögliche für die Arme machen. Ich glaube, wenn du da die zwei Seile zusammennimmst, kannst du da theoretisch auch einen Latzug draus machen. Braucht man nicht viel zu sagen, ist wirklich gut. Dann hier der Latzugturm, Ruderturm, verstellbar. Ne? Also man kann da von oben ziehen und dann auch rudern. Und das Beste daran ist halt, man sitzt nicht auf dem Boden, was halt meistens richtig nervig ist. Ja, die Steelflex T-Bar Row, hat er ja gesagt, ist wirklich gut. Dann so ein Body Solid Beinstrecker Beuger, kann man machen, kann man wirklich machen. Body Solid Hackenschmidt bzw. Beinpresse, habe ich nie ausprobiert, aber wird wahrscheinlich gut sein, also kann man sich ja nicht beschweren. Genau, der Latzugturm zweimal. Und wenn ich alles richtig gesehen habe, hat er drei Brustpressen. Und ein Laufband. Und ganz viele Kurzhanteln. Ich würde mich interessieren, wie viele Kilo die gehen, aber es scheint so bis 35, 40 oder sowas wahrscheinlich zu sein. Ja, genau.
Hier nochmal das Ding. Das auch, also wenn man das Teil hat, hat man schon fast ausgesorgt, ey. Du brauchst eigentlich keine Brustpressen mehr, vor allem keine drei Stück. Marvin, was ist los mit dir? Er hat vier davon. Leute, er hat vier davon, ne? Eine stand doch da hinten in der Ecke und hier vorne auch noch eine. Ja, auch eine Wadenpresse. Die sind auch, also die sind echt nicht geil, ne? Ich sag euch ehrlich, wenn ihr so eine Multipresse habt oder eine Safety Squat Bar, dann lieber stehendes Wadenheben. Fühlt sich einfach viel besser an. Ja, das ist auch diese Steel Flex, wenn ich mich irre. Okay, ich versuch mal ranzuzoomen. Ah, funktioniert nicht. Egal. Ja, das war's auch schon. Ist auf jeden Fall ein Dragon Ball Fan. Ein cooles Gym. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Gym findet. Und ja, vergesst nicht zu supporten. Schickt mir gerne mal euer Video rein. Ich finde das Gym insgesamt ziemlich cool. Ein bisschen zu viel Brustpressen, aber sonst hat er echt alles abgedeckt. Also wirklich, wirklich gut. Ihr wisst ja, wenn man einen Rack hat und dann auch nochmal eine Beinpresse, einen Beugerstrecker, der Rest ist alles Bonus. Das war's für heute. Vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.